Willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2, die Kampfszenarien. Wir sind in Kampfszenario Nummer 7 angelangt. Hoffnung. Schlacht auf Yavin 4. Ciao. Gott, nicht so was. Das sind die schwierigeren, finde ich. Präzise Minikarte, schwache KI. Jetzt Gefecht, ein Leben, ein Treffer. Da muss ich nur 10 erledigen. Okay, boah, ich habe nur letzte gesehen, habe mir schon in die Hosen gemacht. Gut, machen wir mal Hoffnung. Hope. Da stand schon irgendwie. Ja, Rebell, du bist in der Unterzahl und unterbewaffnet. Aber gute Chancen hatten wir noch nie. Warum kann das nicht wie im Broforce sein? Sie sind eine übermächtige und unterbezahlte Spezialeinheit. Aber naja, was soll man machen? Ich habe schon wieder ganz Dinger vergessen. Gott, einfach alles und jeden töten, ich weiß. Ein Rebell gegen alle, voll hoffnungsvolle Musik. Da ist einer. Haha, voll klappt. Ja, ich habe eine Zeit. Ja, ich muss sie wieder einmal suchen, bis sie. Ah, die habe ich gesehen. Also, ja, oder weniger. Boah. Weiß jetzt irgendwo einer. Jetzt habe ich gelernt. Jetzt habe ich gelernt. Wie meine Mutter. Habt ihr gesehen, wie nah die beiden aneinander waren? War schon romantisch. Ich habe keinen davon getroffen. Das ist das Schlimmste. Ei. Bam, na, was jetzt? Hab gewonnen. Über Zigzag gemacht. Ja, jetzt wird aber immer schwieriger. Da macht mich nervös. Dieses Level spielen. Ja gut. Jetzt muss ich nicht zurück. Ich habe das schon im letzten Part erwähnt, aber trotzdem, ich muss jetzt nicht wieder zurück zum Menü, Ladebildschirm, dann die Mission wieder auswählen, wieder ein Ladebildschirm. Hier habe ich nur einen Ladebildschirm und der ist kurz, weil die Level schon geladen worden ist, mehr oder weniger. Und das ist sehr schön. Ja, was muss ich jetzt machen? Schnelle Fähigkeiten aufladen und doppelte Spielergesundheit, schwache KI. Ich weiß nicht, wie soll ich die eine Sache, die Sache schwieriger machen soll. Also glaube ich irgendwie, das ist nicht das Ziel von diesen Dingen. Oh, Feuer. Ist geil, so wie ich meine Granaten immer an eine Person verschwinde, ne? Also baue ich das. Multiplayer, wenn ich einfach nur random durch die Gegend werfe. Weil manchmal funktioniert das. Dann tust du irgendwie random in eine Schlacht irgendwie eine Granate werfen. Dann triffst du sogar was. So habe ich mal Battlefield gespielt. Weil anders kriegst du nichts gekillt, wenn deine Gegner irgendwie voll Experten, Ego-Shooter sind und du voll der Loop bist. Ich stelle wieder. Alter,
Wer schießt mich die ganze Zeit ab, ey? Na, warte. Okay. Nochmal auf die Ziele. Alter! Auf Laden nehmen? Eigentlich wäre ja Offizier die Glückswahl, ne? Also einfach ein Ding irgendwo hin platzieren, ne? Wie beim Haufen ballern. Bleib zurück! Er ist einer am Boden runtergerutscht, habt ihr gesehen? Sehr schön. Dieses Level jetzt wird's brutal. Ein Leben darf ich nur verballern. Und ich habe nur 40 Sekunden. Aber ich muss nur 10 Gegner, glaube ich, erledigen. Habe ich gesehen. Mach mal das. 10 Imperialtruppler. Tue ich mich wahrscheinlich erstmal irgendwo hier verschanzen. Und warte. Die Klopfe. Hör, wie aggressiv der war. So, fängt er erst an, bis Gegner mich sehen. Ne? Also warte ich jetzt hier. Ne? Wir machen mal ein bisschen Strategie. Ne? Warte jetzt, bis die alle hier hinkommen, weil die kommen ja immer dahin, wo ich bin gerade. Dann sind schon so 3, 4 wahrscheinlich hier. Die haue ich alle über den Haufen. Ja, da kommen schon 2. Und dann können wir anfangen. Die wissen genau, wo ich bin. Ich habe so das Gefühl, er ist hier. Oh, was? Was? Ich habe nur 1 AP. Was? Wieso krieg ich doch für Credits, ey? Ich habe nur 1 AP. Oh mein Gott. Okay. Ist eine gute Idee. Richtige Schütze ein! Ein Schuss K.O., ehrlich? Los, töte. Wir haben das auch mit einem Schuss weg, ey. Schieß. Schieß. Wird zeitlich nicht klappen. Oh, ich hab 40 Sekunden. Das Ding noch am Leben hier, ne? Funktioniert hat. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, da kommen zu wenig Gegner. Benehmt euch wie richtige Sturmtutler und trifft nicht. Ah, oh, ehrlich? Sag, wann kommt denn Sturmtutler? Ah. Aber ich habe so eine gute Idee, wie man das macht. Einfach das Ding irgendwo platzieren. Das war schon die richtige Angehensweise.
Geschütz in Position! Kann er durchschießen? Bin ich geschützt, ne? Na, kommt her. Bin doch hier geschützt, oder? Was ist das? Ah, mein Geschütz. Ja, irgendwie, hier gibt es doch bestimmt voll die Musterlösung, ne? Wieso geben die mir Credits? Auf, ich brauche so. So was brauche ich nicht. Blöd ist, da kommen immer noch zu zwei auf einmal. Automatikgeschütz, bereit! So. Ah, sehr gut. Countdown läuft. Ach Mann, ehrlich? Hey. Komm schon. War gut, die kamen schnell. Hab die schnell über den Haufen geballert. Das so erledigen. Ich habe so ein Gefühl, das kann man nur so erledigen. Alle Pros hier ballern natürlich alle mit einem Schlag weg. Wir kriegen Feuerschutz. Alter, ist halt so dunkel. Na komm. War ein getötet, ja. Ein Kill, jawohl. Boom. Voll verdient. Da war ein Kill. Sehr cool, ne? So macht man das. So machen die Pros dann. Mm. Gut. Ich habe drei abgeschossen. Dann sehen wir uns gleich. Beim letzten Kampfszenario der hellen Seite. Bis gleiche. So, weiter geht's. Lustige Geschichte. Ich habe das hier schon gemacht. Super, ne? Allerdings hat meine Aufnahme dann irgendwie, nachdem ich den ersten Stern hier geholt habe, direkt hier den Geist aufgegeben. Also habe ich mir gedacht, direkt danach nimmst du nochmal auf. Dann schon wieder. Aufnahme kaputt. Also ich bin jetzt zum dritten Mal diese Mission hier am Machen und ich hoffe, dieses Mal nehmt auch alles vernünftig auf. Weil sonst, weiß ich nicht, kriege ich noch einen Anfall. Ja, da ich das schon zum dritten Mal jetzt mache, weiß ich aber dementsprechend auch, was man hier machen muss. Wie man es am besten machen muss. Mehr oder weniger. Also ja, hoffentlich geht das ein bisschen schnell. So unter 10 Minuten. War, glaube ich, beim zweiten Versuch.
Gut, ne? So, ich bin jetzt online, aber dadurch werden die Ladezeiten nicht beeinflusst. Der Ton ist auch ein bisschen leiser, aber müsste eigentlich perfekt sein. So, ich habe jetzt eingestellt. So, ich habe Finn genommen, weil ich den beim ersten Mal genommen habe, beim zweiten Mal. Einfach nur um zu gucken, wie er so tickt. Und ja, was er sozusagen kann, ist hier geblieben. Ja, mit Q entert man sozusagen so eine Art Soldier 76 Modus, also ein Auto-Aimbot. Mit E und F sind, glaube ich, zwei Support-Fähigkeiten irgendwie. Warte mal, lass mal gucken. Große Nummer, Gesundheit, Schadenreaktion. Und das eine, ja, okay, da tut man irgendwie unterm Radar verschwinden. Also, ja. Haben wir mal Finn gesehen. Ich zum dritten Mal. War natürlich am besten irgendwie, als ich das erste Mal gezockt habe, damit man meine Reaktion darauf sehen kann, aber was soll man machen? Ja, wir müssen einfach neue Leute hier. Wenn auf dem Ballern. Das einzige Schwierige hier ist nur der dritte Stern. Aber da habe ich auch schon eine Strategie, nachdem ich das erstmal geschafft habe, ja, irgendwie entdeckt und dürfte dann eigentlich schnell gehen. Werde gleich sehen, was so. So, Aimbot aktiviert. So, geblieben. 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 Ja, ich habe geplant, heute noch alle anderen Kampfszenarien abzuschließen. Also hoffentlich wird daraus was. Mir viel vorgenommen. Ich habe gerade mit dem lieben Kollegen Herrn Vegas die zusätzliche Kampagne, die zur Verfügung gestellt worden ist, gespielt. Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwann nächste Woche, irgendwann nach Weihnachten hochgeladen wird. Und ja, darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge. Erst die helle Seite Szenarien, dann die dunkle Seite Szenarien. Dann jeweils noch mal 4 Folgen. Also erst danach irgendwie. Okay, wahrscheinlich erst dieses Jahr kommt die zusätzliche Kampagne. Und dann irgendwann der Multiplayer. Da freuen wir uns. So, ich nehme einfach mal Yoda, weil ich habe Yoda auch genommen. Am ersten Mal. Das Schwierigste ist, wie gesagt, der dritte Stern. Aber den habe ich ja auch drauf jetzt. Jetzt mein Schlag mit dem Ding abwehren, ehrlich. Ja. Ist unlogisch, dass wir hier so viele Schläge brauchen. Sonst wäre der Umfeld, glaube ich, da schon wieder gleiche. Ach komm schon, ich habe den nicht erreicht. Ja, erst ein bisschen aufladen, wie das weiter getroffen wird. Ja. Wieder aus mich weg, ey. Mich verarschen. Tut ein Jedi-Meister hier einfach schlagen. Oh, und mir geht gleich die Zeit aus, merke ich gerade. Wie ist denn das schon wieder passiert, ey? Oder weg. Aber ja. Muss schon sagen. War schon fast schwieriger als der dritte Stern. Weil es kommt nämlich der dritte Stern und ja, da habe ich langsam so einen Trick herausgefunden, wie man halt am schnellsten macht. Und am besten. Ich hoffe, das funktioniert wieder. Ich hoffe, danach ist die
Aufnahme auch geglückt, weil ich mache das nicht noch ein viertes Mal. Dann sage ich einfach, ich habe das gemacht, fertig. Ja, die Strategie ist folgende. Schritt 1, wir nehmen Luke. Schritt 2, wir gehen hier lang. Schritt 3, wir warten. Schritt 4, ja, und einfach alles in jeden weg mit unseren Schubfähigkeiten, weil wir haben irgendwie, ich bin schwebendes Lichtschwert. Wir haben irgendwie mehr schnellere Fähigkeiten Wiederherstellung. So, den machen wir einfach jetzt hier so die ganze Zeit. Ich glaube, Yoda zieht einfach nur weniger ab als Luke und der Rest der Jedi oder Sith. Sind damit nicht getroffen. So, jetzt wird es irgendwie schwieriger am Ende, weil jetzt sind noch relativ wenige Gegner hier, aber gleich kommt hier ein ganzer Haufen. Aber ich setze einfach hier meine Schübe ein und dann sind alle weg. Dann ist es relativ einfach. Gut, aber wie habe ich dich nicht getroffen? Shinra Tensei. Wo? Oh, wo kommst du denn her? Eigentlich ist hier am sichersten. Aber was soll's. Puste. Die Level habe ich schon drauf. Ein Gegner noch. Komm her, her. Pust. Das war's hiermit. Aber nach dem dritten Mal war schon klar. Ja, zu schnell geht. Gut. Ich hoffe, diesmal hat es geklappt. Und ja, kann man Bock, das nochmal zu machen. Zurück zum Menü. Ja, würde ich sagen, ich bin debattiert hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann die dunkle Seite Kampfszenarien endlich mal machen. Hoffentlich. Ich bedanke mich alles fürs Zuhören. Tschüss.